Ja Leute, herzlich willkommen in unserem Streetfood Video. Heute zeigen wir euch mal oder präsentieren euch mal ein bisschen Sri Lanka Food. Let's go! Hier sind auch so ein paar süße Sachen. Hier Juice Bar. Pistazien, Nüsse, Walnuss, Mandeln, Rosinen, Datteln gibt es hier auch. Außerdem, genau so sieht das dann aus. Außerdem ist das hier komplette, ja, Muslim Street. Moschee mitten im Streetfood Location. Bleibt mal da. Wir werden hier auch Biryani. Ist auch noch so. Das ist auch komplett so. Kleine Seitengassen wie in der Türkei. Hier, auch ganz cool aus. Da drinnen wird Biryani gemacht. Frittierte Kartoffeln. Hm? What is this? This is a fried chili, french fries, burgers, sandwiches. Ah, okay, nice. Loaded fries. Okay. Let's see. Mm. Just we first we look and then okay. Thank you. Kiamia, auch ein Juice Bar. Gesundheit, Gesundheit. Auch Juice Bar, Fresh Milk. Auch mal ein paar Sachen ausprobieren gleich. Das sind diese Honigfläche, kennst du die? Come here, sir. That is an Indian item, Pani Puri. Not now, but we try later. Try later. First eat it and then. Okay? Thank you. You take the video, you take it. Okay. Probieren wir nachher aus. Wir wollen erstmal gleich Biryani. Denke ich mal was. Was zu essen? Ja, genau. Hier ein paar Früchte, Bananen. Ein paar kleine Läden. Hier ist die Moschee. Mosque, yes. Raus halt, Bunja Radua! Raus halt! Raus halt, Bunja Radua! Bunja Radua! Komplett geht die Straße bis da hinten. Da ist der, das Wahrzeichen von Colombo. Das neue Wahrzeichen vielleicht. Ist ja jetzt nicht so lange her. Barbecue Hut. Hier endet so gesehen die Straße. Ja, erst wir will noch ein paar Fotos machen. 6:30, 7 o'clock. What? How long is that? 7 o'clock is that. 7? Ja. Ah, okay. Der Bruder sagt, um 7 Uhr geht es hier ungefähr so los. Aber wir wollen mal Biryani jetzt essen, oder? Okay, wir gehen jetzt erstmal Biryani probieren. Hier. Der Freund hat auch irgendwie ein paar coole, da sind so Shrimps drauf. Auch so kleine. Guck mal, zusammengepresst, so Shrimps drauf. Ganz gut. Komm. Wir suchen jetzt mal eine gute Location für Biryani. Gibt es auch. Spezialitäten. So Chips, Getränke, Barbecue Chicken,
Hier gibt es auch Barbecue. Juice Bar. Hello, my friend. Auf jeden Fall machen wir erstmal. Das sind diese Stringhopper, ne? Stringhoppers, genau. Gibt es verschiedene. Wir haben die weißen, glaube ich, immer gegessen, ne? Ja. Hier gibt es auch Popcorn. Wollen wir dann wie Bidiana bei dem letzten essen? Ja, ne? Thank you, my friend. Badam Milk. Ja. Wir essen hier Biryani. Allein am Tisch. Hier kommt der Biryani. Hallo. Komm, Baba. Komm. Ja. Ja, ja. Biryani. Biryani. Ja. Das ist hier. 3 pieces of chicken, 1 egg. It's a good, huh? Yeah. 2 people are here. You from? Okay. Germany. My country, no? Yeah. My mother country, Germany. Oh, really? Yes. Where? I small Baba is come Sri Lanka. Don't return going my mother. The okay. Die. Oh, okay. Then. My. Okay, come, huh? You okay. Eat. You know, the, thank you very much. Friend. My wife. Mashallah, good wife, huh? You, you're Muslim. You're Muslim? Muslim. You? Ah, Alhamdulillah, also. Yusuf? Yeah. MashaAllah. Oh. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yusuf Pir. Name? This is a Muslim also, yeah. Name? We, Yasmin. Yasmin? Yasmin, yeah, yes. Hey, Baba, you the pair Yasmin, Gula. You don't want to get Germany. You got a pair of Yusuf. Yusuf. Yusuf, Mumbai. Pair. Okay, thank you very much. Okay, come, assalamu alaikum. We sit there. Alaikum salam. It is your hotel? Picadura. Du weißt, da sind wir ja nicht, sind wir ja lang gefahren, ja. Genau. Ja. Soll locker und schön sein, ja. Gut besuchter Ort. Ja. Probieren wir mal jetzt Chicken Biryani hier auf Sri Lankanischer Art. Baba, wie are so, dann lass es dir schmecken. Probier mal. Dann lass den Jump. Gib mal mit. Müssen wir dann heute mit Händen essen? Ja, wir machen jetzt auf richtige Dingsflick. Mm. Halt mir mal die Kamera hier hin. Ich weiß gar nicht, wie man das isst, aber. Ich glaube, du bist mehr los. Ja? Wie man 3 Finger diese? Nein, da hatte er nicht letztens gesagt, alle Finger? Alle Finger? Keine Ahnung. Oh, scharf. Nice, very nice. Nice. But how to eat? How to eat? So? So? No, no, you want spoon? No, no, we want to eat Sri Lankan. This sauce? Okay. Alle davon, alle machen. You want gravy with sauce, they will give. Okay, thank you. It's onion sambal and exactly like the mix and it is onion sambal. Okay. So ein bisschen. Die sagen die ganze Zeit, komm, wir bringen dir einen Löffel, aber passt schon. Die gucken so, du kannst das doch nicht. Aber es schmeckt so gut. Schmeckt so gut. Scharf? Ich habe nur Sambal gegessen. Schau. Das ist der Pepperoni für dich. Jetzt erinnere ich mich auch wieder, wie scharf das war. Nee, Butter ging davon. Nee, ich will dann nicht Butter. Bamboo Biryani. The gravy, gravy. Okay, gravy gravy. That's really good. Ich will gar nicht wissen, wie meine Hand aussieht. Okay, Biryani-Show erstmal zu Ende. Und wie fandst du den Biryani? Scharf.
Aber geschmacklich war gut. Ja. Wir wollen mal was Süßes. Vorsicht, wir wollen was Süßes ausprobieren. Bei dem Kollegen da drüben, ne? Dann gehen wir mal rüber. So. Ice cream. Panipur, spicy Panipur. Probieren wir mal. Meinten die nicht letztes Mal, dass es spicy? Was? Meinten die nicht letztes Mal, dass es spicy? Ja, vorne meinte der auch und spicy. Wir haben das hier. Diese kleinen Kugeln haben wir doch. Ja, letztes Mal haben wir diese probiert, ja, genau. Was möchtest du? It's like Turkish delicious. Turkish delicious is also so. Yeah, yeah. Mainly India, people too much eat. Indian. What? Indian. Yeah, Indian? That one, Indian food. It's the Indian food? Yeah. Okay. Möchtest du so? Wir wollen mal das ausprobieren, oder? Ich will nur so ein bisschen ausprobieren. Okay. So, wir wollen das mal ausprobieren. Okay. நான் வந்து டிஷ்யூவில் போட்டு உங்களுக்கு வேணும் வீடியோ பண்ணுறேன். Der Kollege will uns jetzt eine Portion vorbereiten. Not spicy. Not spicy. Cold. One time. It is sweet and sour. Mm. There is a sweet liquid and the tamarind sauce. Innen drin halt mit so einem süßen Sirup und so kleine Chips-Teile drin gewesen. Schmeckt das gut? Ist okay. Welches willst du probieren? Ich dachte, das ist sauer. Willst du auch ein süßes? Ja. One more. Ich dachte, das gibt's nur in scharf. Nein, es gibt wohl auch ein süß. Ich dachte, es gibt's nur in scharf, aber die machen auch in süß. Und gerade ist Gebetszeit. Hört man den Gebetsruf, den Muezzin-Ruf. So sieht das aus. Jetzt probiert Jasmin auf. Alles rein. Dein Gesichtsausdruck sagt alles. Voll interessant, voll anders. Ne? Also wir kommen ja aus der Türkei, also bei uns ist es ja ganz was anderes, wenn man was Süßes bestellt. Ja. Thank you, I have it. Thank you very much. Jetzt wollen wir mal was anderes probieren. Smoky Bites. Hier, yeah, Smoky Bites, das ist doch gut. Hello, my friend. Okay, can we try one? Okay. 500, 600. Okay. Ich glaube, ich nehme das gleich direkt mit Oreo. Da habe ich ja Bock. Willst du auch ein Oreo? Ich kann von dir probieren, okay. Okay, one with Oreo. Oreo Kappa. Huh? Yes, please. Thank you. Jasmin hat sich hingekriegt. So, jetzt bin ich dran. Hier, nimm mal die Kamera. Das war richtig. Okay. Weit.
Coke. Mhm. Noch eine? Du bist dran, ja. Okay. Jasmin, bist ein Drache geworden. Das ist mal gut. Ist echt gut. Das ist Strawberry. Ach, Strawberry? Okay. Bald nicht. Thank you. Die Smoky Bites waren echt meine Zunge. Aber schmecken echt gut. Das ist nicht so das, was wir kennen. Eigentlich sind das immer diese Kugeln. Hier ist das dann wirklich einfach zum Beispiel so ein Oreo-Keks, der in dieses Gemisch da getaucht wird. Ja, solltet ihr auf jeden Fall probieren. Wir gucken jetzt mal nach was zum Trinken. Oder? Du wolltest was trinken, ja. Ich nicht. Ja, wir probieren mal was zu trinken ab. Let's go. One shot, two shot. Wollen wir mal das probieren? Okay, one shot, brother. Is it spicy or what is it? This spicy. Okay. And which one do you give me? This is great. You take it. Okay. Hydrated, not. Sorry, okay. Ich hab schon direkt getrunken. Der mixt das jetzt, ja. Hier, halt mal fest. Er hat jetzt. Soll ich jetzt warm? Ja. Okay. 3, 2, 1. Und dann? Weiter! Thank you. That was good. Nose burning. Ja, war geil. War eine Überraschung. Und wie schmeckt? Aber sehr scharf. Ich glaube, so Pfeffer, irgendwas haben die reingepackt, keine Ahnung. Okay. Aber auch meine Nase brennt ein bisschen. Ja, one shot. Kommt auf jeden Fall her und probiert's aus. And how was it? That's good. Nice. Very good. Okay. So, wollen wir noch was machen? Ich bin komplett durch. Gehen wir noch einmal so lang, gucken wir ein bisschen. Da sieht man auch, wie schön der leuchtet, ja. Also wir haben vorhin geguckt, man kann wohl reingehen, sich Tickets kaufen. Haltet auf euch fest. Für Einheimische 500 und für Touristen 20 Dollar. Das müsst ihr auch mal reinziehen. Also das ist hammerhart. Genau hier. Ja. Gibt es auch Getränke? Süßigkeiten. Ich möchte eins davon probieren. Rosenwasser, ne? In Deutschland gibt es so ähnliche Bonbons, die mit Kuhmilch gemacht wird. Kennst du die? Da ist auch so eine Kuh drauf. Die habe ich früher immer von meiner Oma bekommen. So schmecken die ein bisschen. Er sagt ja auch, ist auch Kuhmilch. Aus Kuhmilch, ja. Ja, schmecken sie. Okay.
So. Das war's. Wir haben genug gegessen und probiert für heute. Das reicht. Bis zum nächsten Streetfood-Video.